Na super. Mal alle rein. Woher soll ich auch wirklich ahnen, wo die herkommen? Es gibt Dinge, die kann ich nicht riechen. Meine anderen Sinne schalten sich da auch aus. Au, es tut weh. Ja, Nietzsche. Super gemacht. Geht endlich tot, Mann. Und nicht nur meine Dorfbewohner, sondern auch ihr. Da kommen die nächsten Schiffe. Scheiße. Ach ja, kommt, Leute. Als könnte ich zaubern. Wo war mein letzter Spielstand? Da muss man wirklich speichern, laden, weil das sind ja voll die Sneak-Angriffe. 3 war mein letzter, oder? Ich nehme mal an. Da hoch. Beeilt euch. Oder war... Selbst wenn es nicht mein... Ah ne, habe ich noch nicht mal... Hier habe ich noch nicht mal mit den Griechen. War es vielleicht 2? Das war's, glaube ich. Okay, ihr geht hoch. Versucht die Schiffe dort abzufangen. Am besten alle Kanonenschiffe. Unten haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Hier müssen wir auch abfangen, und zwar hier. Das ist echt Trial and Error, glaube ich, die Mission. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das auf gewöhnliche Art und Weise schafft. Marktplatz. Wir kriegen Tribut, das ist cool. Ey, haust du ab. So, scheiß Boot, ey. Ich muss hier echt überall Speer aufstellen. So, mehr. Fluss. Was? Ja, super, das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Da ist also doch schon noch einiges an Zeit dazwischen. Wie es scheint. Da kommen sie. Die Säcke. Das sind sie. Ich habe sie erkannt. An ihrer Haarfarbe. Das gibt's doch nicht. Macht sie tot. Ey, kommt. Das ist doch nicht euer Ernst. Wie dumm. Wie dumm. Was für einen dummen Tod kann man sterben, bitte? Ich glaube, die Kriegsgaleonen sind nicht die Lösung auf alles. Wir brauchen auch die anderen Kriegsgaleeren. Alles gemein. Da sind die Nächsten. Lass mich raten, die kriegt man nicht, weil du verfehlst. Oh, jetzt kommt aber die Überraschung. Schießen, schießen. Nein, die kriegt man nicht. Meine Fresse, ey. Chance mit Konquistadoren habe. Boah, in solchen großen Massen kann ich mit Konquistadoren gar nicht kommen. Nee. Da darf nichts landen. Das ist Wahnsinn.
Nehmen wir ein paar gemischte Schiffe mit, nehmen noch ein paar Feuerträger mit. Die könnten das noch wenden. So, ihr kommt runter. Ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen was bewirken. Don Galeone. Gut, ich glaube, mit massig Burgen dafür müssten wir viel schneller das Stein bekommen. Weil kaufen wird eklig. Ich wollte doch eigentlich noch hier kaputt machen und so. Fuck! Zu lange gewartet. Zu lange gewartet, Mann! Wieder alles für einen Anus. Grrr. Boah, die Mission ist hart. Es ist halt eine Mission, die grenzt eigentlich wieder an der Unfairness wegen dieser Trial and Error Mechanik. Man kann ja nicht in die Zukunft gucken. Von daher bleibt ist die einzige Möglichkeit, die man hat, auf irgendeine Weise reagieren zu können, wirklich zu gucken, wo kommen sie und dann zu laden. Und ich finde, diese Mechanik ist einfach schlechtes Game Design. So, ihr kommt da runter, ihr seid hier und ihr macht jetzt mal schnell den Turm kaputt, endlich. Und macht ein bisschen hinne. So, und rüber. Das Besondere an den Galeonen ist eben, die haben noch eine schöne Reichweite zum Aufdecken. Ja, super. Ja, irgendwas vergesse ich immer. Irgendwas muss es doch immer sein. Was gerade hakt. So, hier sollte normalerweise nichts durchkommen. Wie es bei anderen Sachen ausschaut, mal gucken. Irgendwie machen wir nicht sehr viel Schaden mit den normalen Galeonen. Sollte nicht zu sehr auf die vertrauen. Bewegen sich schneller, bitte. Bestes. Dorfzentrum, bitte. Speichern. Das gefällt soweit. Let's Play 1. Riesenblockade. Autsch. Hey, sei bloß ruhig da oben. Schieß dich jetzt kaputt. Och, du lieber Gott. Wo bleiben jetzt die Schiffe? Das gibt's doch nicht. Kannst du
sein, dass die gar nicht... Coole Aktion. Kann sein, dass die gar nicht angegriffen werden? Die Griechen? Ah, das war knapp. Ich merke schon. Genau, holt euch hauptsächlich Stein. Ich möchte noch ein paar Bogen aufbauen für den Fall, dass doch Schiffe durchkommen, beziehungsweise dass die Schiffe noch im letzten Augenblick abgeschossen werden können. Schmiede. Hi. Aber ich kriege euch anscheinend sehr gut. Ich fühle mich sogar halbwegs sicher gerade. Das Gefühl gefällt mir. Schmiede. Ich glaube, das zählt auch für die Belagerungsgaleonen. Ich glaube, die zählen als Belagerungswaffen, für die zählt es nicht. Aber für den normalen Galeonen zumindest schon. Das ist ganz praktisch. So. Auch mehr Belagerungsgaleonen. Leider schicken sie mir keinen Stein. Es ist echt so. Wir gewähren euch Zugang zu unseren Ressourcenquellen. Aber im Gegenzug werden wir euch Ressourcen schicken. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Du Vollidiot, sag ja! Die ist uns echt komisch. Mal kommt viel, dann kommt wieder wenig, jetzt kommt fast kein Transportschiff mehr. Mal kam eine Warnung, mal wieder keine. Grrr. Hallo? Hier hätte ich gerne eine Burg. Haus, geh weg. Das ist durch was viel Tolleres ersetzt. Eine Strandburg. Wir machen jetzt hier den Omaha Beach. Bereiten uns auf den D-Day der Türken vor. D-Day. War das nicht der Tag, an dem die Franzosen in Amerika gelandet sind? Dort die Freiheitsstatue aufgebaut haben. Yay, das Wunder ist bald fertig. Ein Wunder ist geschehen. Worden. Oh. Wir können uns das Ausspähen ja fast leisten. Mehr Lebenspunkte für Burgen. Ich glaube, das machen wir. Und jetzt, ganz ehrlich, das leiste ich mir. Das leiste ich mir. Ich möchte wissen, wo diese Schweine sind. Das Weltwunder ist fertig. Jetzt müssen wir es nur verteidigen. Hallo Weltwunder. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns doch. Waren wir nicht mal in der gleichen Klasse? So, jetzt sehe ich alles. Da kommen sie. Oh, das Ausspähen ist so praktisch. Jetzt kommen sie nämlich überall und wollen da rein. Aber nicht mit mir. Nicht mit Commander. Könnte mal schön knicken. Schön Auge aufs Meer halten, dann wird alles gut. Wie schaut's bei euch eigentlich aus? Ihr habt ja fast nur Schiffe. Ja,
Die Kanonentürme haben halt eine riesen Reichweite, 13. Aber mit unseren Kriegsgaleonen könnten wir die outrangen. Also die Türken haben halt so Vorteil, dass die eben nochmal extra Reichweite auf ihre Türme haben, auf die Kanonentürme. Im Prinzip können nur Tribocke und Kriegsgaleonen eigentlich ran. Selbst Kanonen haben dann keine Reichweite mehr, die ausreichend ist. Oh, Hellebardiere. Oh, mon Dieu, le Hellebardiere. Es ist so praktisch, die Gegner sehen zu können. So, jetzt müssen wir bloß ein paar Jährchen überleben. Die 1, 2, 300 Jahre. Vergehen doch wie im Flug. Hier wollt ihr doch bestimmt auch landen, oder? Nicht mit mir. Und hier bestimmt auch. Mache ich alle Landeplätze kaputt. Nur für den Fall, dass irgendwo was durchschlupfen sollte. Das sind jetzt normale Schiffe. Okay. Hallo. Zuerst war die Mission einfach regelrecht gemein schwer. Jetzt ist es irgendwie zu leicht. Das ist gut, vor allem das Spionage-Upgrade macht halt so vieles anders. Einfach weil das so viel Unsicherheit entfernt, weil man einfach nicht weiß, wo die scheiß Transportschiffe überall kommen. Aber so läuft das jetzt. Jetzt sehe ich halt einfach alles. Man muss sich zwar schon ein bisschen anstrengen, immer hier die ganzen lila Flecken zu erkennen auf der Karte. Aber ansonsten... Da steht ein Baum im Weg, das ist doof. Ich kenne den Bock hin. Ich glaube, das war kein Transportschiff, das war eins von diesen normalen, was da rumgekrust ist. Dass diese Stelle hier schreit regelrecht nach einer Burg. Ob es was bringt oder nicht, aber es schreit danach. Guckt euch das an. Es ist, als wäre diese Landmasse nur dafür entstanden, als wäre sie nur gemacht worden, als wäre sie nur entstanden, um beburgt zu werden. You have been castled. Wir könnten ja glatt mal vorbeigucken. Auf den Kaffee. Hallo. Wir haben die Reichweite. Wer die Reichweite hat, der hat die Macht. Kuckuck. Du willst uns zu mir, oder? Sehr gut. Nur unsere eigene Küste. Ach, was, mach dir doch nicht ins Hemd. Woher kommt das eigentlich? Mach dir nicht ins Hemd. Einzige Möglichkeit, wie man sich ins Hemd machen kann, so relativ unabsichtlich, ist, wenn man kopfüber steht, kopfüber irgendwie hängt. Eventuell, aber sonst, ne, vergesst es. Tja, ich habe noch ein bisschen mehr Reichweite. Da könnt ihr noch so eine tolle Reichweite an sich haben. Ich habe mehr. Im Meer. Ich habe mehr im Meer. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ihr seid doof. Ihr nehmt mir einfach nur Bevölkerungslimit weg. Was ich für viel tollere Sachen, wie zum Beispiel die Kriegsgaleonen, brauche.
würde gerne eine Strandsäuberungsaktion machen. Wie selbstsicher man einfach wird, wenn man weiß, was der Gegner tut. Wahnsinn. Oftmals glaube ich ja auch, dass Stronghold einfach, vor allem Stronghold Crusader, so ein grundlegend anderes Spielgefühl hätte, wenn es dann Nebel des Krieges gäbe. Andererseits fragt man sich, ob es dann überhaupt noch ein Stronghold wäre, weil das Stronghold gehört eben dazu, dass man alles sieht, die gesamte Map. Aber interessant wäre es trotzdem. Und bevor die Frage kommt, ja, für Algrotum Imperium ist auf jeden Fall auch Nebel des Krieges geplant. Zumindest ein seichter Nebel des Krieges. Ihr wisst schon, der leichte Nebel, also so, dass man das Gelände erkennt, aber eben keine Gegner, keine Truppen. Ich finde, das ist der beste Nebel des Krieges, dass man nicht erstmal ewig erkunden muss, um zu wissen, wo man überhaupt ist, weil das ist auf gewisse Weise auch unrealistisch, weil gerade wenn es im Mittelalter spielt oder irgendwo, hat man eben Karten, man weiß, wo man sich befindet, man ist nicht in der Steinzeit oder so. Man weiß bloß eben nicht, wo Truppen sind vom Gegner. Es sei denn, man spioniert oder macht Ähnliches. Hallo? Eine Nachricht der Türken. Hallo? Ihr sollt mir nicht antworten. Ey, was ist das? Wir hatten gesagt, wir hatten euch befohlen, euch zu wehren. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Ich muss sofort mit dem Verantwortlichen reden. Ich verklage euch. Wer ist da nicht verantwortlich für? Hä? Puh. Auf gut Glück. Ja, die haben Ballistik. Au! Haben aufs hintere Schiff geschossen. Ein. Kuckuck. Auch noch mehr Galeonen. Ja, von mir aus gehen die ganzen Felder leer. Obwohl, ein bisschen neu kann man schon machen. Auf arme, unschuldige Städte zerstörende Schiffe zu schießen. Leute, was sollen die Kinder sagen? Die steigen ja schließlich in die Kanonen. Dachte ich immer, das wären Kugeln oder was? Mann, Mann, Mann. Mann, hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit. Hätten wir bloß das Weltwunder später fertiggestellt. Einfach Weltwunder abreißen. So, Leute, ich würde jetzt gerne den Gegner verdichten. Wenn ich es jetzt abreiße, habe ich aber verloren. Egal. So weit habe ich noch nie vorausgedacht. Warum sollte ich jetzt damit anfangen? Hallo, Transportschiff. Tschüss, Transportschiff. Wir können unseren Belagerungsring weiter nach vorne verschieben, aber es ist eh gleich vorbei. Verflucht seist du Mission, warum gibst du mir nicht mehr Zeit? Ich hab bloß mit einem einzigen Dorfbewohner gebaut. Er hätte nicht wissen sollen, dass das jetzt gegen Ende so leicht wird. Das einzig wirklich Schlimme in dieser Mission sind eben die Transportschiffe. Sobald man die da weiß, wo sie kommen und sie abfängt, ist das Ding so easy peasy. Aber wenn man da auch nur ein paar nicht abfängt, ist das Ding gelaufen. Das schafft man nicht. Also,
Ich stelle mir das gerade als eine interessante Herausforderung vor, überhaupt nichts auf See zu machen und sich nur an Land vorzubereiten, auf diese Invasion, das alles an Land zu schlagen. Aber ich glaube nicht, dass man das schafft. Weil was da alles kommt, ist übel. Einfach nur übel. Oh, das war's. Okay. Da weißt du nun Bescheid. Die schweren venezianischen Galeassen durchbrachen die türkischen Linien und versenkten die kleineren Schiffe der Türken. Aber es waren zu wenige, um mit ihnen allein die Schlacht zu gewinnen. Spanier und Venezianer versuchten, die türkischen Schiffe zu entern, wobei ihnen ihre größere Erfahrung und überlegene Bewaffnung zum Erfolg verhalf. Im Verlaufe des Tages kam der türkische Angriffsschwung zum Erliegen. Dutzende türkischer Galeeren zerschmetterten an den Felsen oder sanken. Weniger als 50 türkische Schiffe überstanden die Schlacht. Die Schlacht bei Lepanto stellte einen Wendepunkt im Mittelmeerkonflikt zwischen Christen und Türken dar. Während die Türken sich schwer taten, ihre einstige Flottenstärke wiederherzustellen, rüsteten die Christen ihre Flotten mit den neuesten technischen Errungenschaften aus und erzielten so einen entscheidenden militärischen Vorsprung für zukünftige Begegnungen auf hoher See. Für zukünftige? Also wenn sie zukünftig sind. Die Künftigkeit ist dann über 9000. Okay, alles klar. Schön, schön, schön. Die Mission war jetzt auch wieder seltsam. Am Anfang dachte ich, boah, was für eine scheiß unfaire Mission. Und am Ende, boah, was für eine einfache Mission. Das ist halt wirklich diese Landeaktion. Diese Landeaktion ist ein Twilight Arrow Moment. Man muss wissen, wo die kommen. Ich glaube nicht, dass man das durch Spähen so einfach hinkriegt und die Schiffe verteilen. Vor allem, weil man sich gegen diesen gewaltigen Seeangriff am Anfang von der Mitte aus wappnen muss. Es ist tatsächlich anfangs Trial and Error. Und wenn man das geschafft hat, ist die Mission ein Selbstläufer. Irgendwie interessant. Okay, alles klar. Das wäre Lepanto gewesen. Und zwei Missionen haben wir noch vor uns. Und zwar hier Kyoto und Marineposten. Ich sehe da ein Drachenschiff. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.